Und ich weiß noch genau, als ich das erste Sauerteigbrot aus dem Ofen geholt habe, das war so ein tolles Gefühl, dieser Geruch, ja, aber auch das Ergebnis zu sehen, dass du da wirklich ein Brot gebacken hast, was du kurze Zeit später noch lauwarm dann auf dem Tisch liegen hast mit ein bisschen Butter drauf, das war so lecker. Und da war der Brotvirus in mir sozusagen entstanden und hat mich bis heute nicht mehr losgelassen. Die pure Lust am Brotbacken. Der Hobbybäcker bringt sich alles selber bei und wird schließlich Unternehmer. Die Brotpuristen sind geboren. Ich hatte schon so die Überlegung, man fängt mal klein an, mit einer kleinen Backstube, mit einem Angestellten. Und dann schaue ich mal, wo es sich denn hin entwickelt. Aber jetzt Stand heute, 3,5 Jahre nach Eröffnung, haben wir hier insgesamt 14 Angestellte. Eine gläserne Bäckerei mit besonderem Flair. Dahinter steckt ein durchdachtes Konzept. Also mir war wichtig, dass ich mal eine Bäckerei eröffne oder gründe, die anders ist. Alleine schon, wenn man hier reinkommt und sich diesen Laden anschaut. Hier war kein Ladenbauer, hier war keiner, der mit einem Konzept reingekommen ist und hat sich das Ganze auf dem Reißbrett überlegt. Nein, wir haben hier wirklich die Situation, du kommst rein, du stehst direkt vor dem Brotregal, du blickst auf die Brote. Wenn du dann ein bisschen nach rechts gehst, guckst du nach hinten in die Backstube. Was ich auch wirklich immer wieder sehe, ist die Faszination der Kunden. Also auch gerade der älteren Leute, das muss man schon klar sagen, die hier bei uns stehen und mit großen Augen, sich, glaube ich, auch so ein bisschen an die Kindheit, an ihre Tante-Emma-Zeit oder an die Zeit erinnern, wo es noch Tante-Emma-Läden gab oder wo es noch mehr kleine Handwerksbäckereien gab. Wo irgendwie das alles ein bisschen mehr von Nähe geprägt war, die Kundennähe einfach eine andere war, als man es vielleicht heute hat in vielen anonymisierten Geschäften. Das ist ja alles generell so ein bisschen verloren gegangen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, manche kommen hier rein und sagen, da steht nicht nur eine grüne Couch, die schon 40 Jahre alt ist, sondern ich erlebe das ein bisschen so wie früher. Auch seine Lebensgefährtin ist mit dabei. Jetzt müssen die beiden eine schwere Zeit meistern. Ja, als ich die Diagnose bekommen habe, die ersten 2-3 Tage war das schon sehr hart. Das zieht einem schon erstmal den Boden unter den Füßen weg, weil du rechnest ja nicht mit so einer Erkrankung, mit so einer ernsten Erkrankung. Ja, man weiß, es gibt die Krankheit Krebs und man weiß, dass viele davon betroffen sind, aber man rechnet ja nicht damit, dass es einen selbst mal treffen würde. Das war schon natürlich erstmal ein Schock. Aber ich bin ein Zahlen-, Daten-, Faktenmensch und als ich dann gehört habe, als ich die Diagnose hatte, es ist eine Krebsform, Lymphknotenkrebs, Morbus Hodgkin, die sehr gut heilbar ist, mit Heilungschancen größer 90%, war ich sehr schnell wieder vollen Mutes und bin generell ein sehr optimistischer Typ. Ich bin auch ein Kämpfertyp, also wer mich schon mal auf dem Tennisplatz gesehen hat, der weiß das. Ich gebe so schnell nicht auf. Und so habe ich dann die Krankheit auch angenommen, habe nach vorne geschaut und habe gesagt, ich kämpfe dagegen und lasse mich so schnell nicht unterkriegen. Und toi, 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 bis heute habe ich die Chemotherapie ganz gut vertragen und bin auf einem guten Weg. Ja, ich habe vor kurzem ein Facebook-Video hochgeladen, habe meine Krankheit öffentlich gemacht, aus verschiedenen Gründen. Und habe dabei festgestellt, ich habe Verschiedenes festgestellt. Also ich habe ganz viel Resonanz bekommen, was ich gar nicht so erwartet hätte. Also wirklich sehr viele Nachrichten bekommen, wo Leute gesagt haben, Mensch, das war ein tolles Video, wie du mit der Krankheit umgehst. Da kann man wirklich den Hut vorziehen. Das gibt mir auch Kraft, weil wir selbst schon einen Schicksalsschlag in der Familie hatten oder jemand anders hat mir geschrieben, er hat vor kurzem die Diagnose Brustkrebs bekommen und nachdem die Person das Video von mir gesehen hat, das hat ihr auch Kraft gegeben und ja, ein bisschen mit Mut und mit Zuversicht mit der Krankheit umzugehen, das habe ich so alles gar nicht erwartet. Und was auch sehr schön ist, ich habe ja eine Charity-Aktion so ein bisschen damit verknüpft. Weil so eine Brotpuristen-Cap mit Logo habe ich machen lassen für die Belegschaft oder für mich in erster Linie. Habe festgestellt, dass viele Leute danach gefragt haben, ob man die auch kaufen kann. Und dann habe ich mir überlegt, ja, wir werden die Caps zum Kaufen anbieten. Allerdings verknüpft mit einer Spendenaktion. Das heißt, der Kunde kann die Cap kaufen und wir wollen daran auch nichts verdienen. Wir verkaufen die wirklich 1:1 zu dem Preis, wie wir sie einkaufen. Allerdings schlagen wir 10 Euro drauf und die 10 Euro werden an die Deutsche Krebshilfe gespendet. Und die Resonanz auf die Aktion war auch so überwältigend. Wir haben jetzt bis heute nach einer guten Woche schon über 200 Caps verkauft. Wir verschicken die auch per Post.
Und auch da kamen sehr viele Bestellungen rein übers Internet. Das ist der Wahnsinn, das finde ich toll. Und ja, auch das gibt mir irgendwie so ein bisschen Kraft. Sein Brot macht ihn rheinland-pfalzweit bekannt. Jetzt kommt noch ein Preis hinzu. Ja, wir haben tatsächlich den ersten Preis bekommen beim Pioniergeist 2019 Rheinland-Pfalz Gründerwettbewerb. Da sind wir vor kurzem in Mainz ausgezeichnet worden. Und ja, so sieht der Preis aus. Das war natürlich eine Riesenfreude, weil wir haben uns gegen knapp 50 Bewerber durchsetzen können. Damit haben wir auch überhaupt nicht gerechnet, dass wir die Auszeichnung bekommen. Aber die Jury hat unser Konzept so begeistert. Wir haben nur nachmittags geöffnet, 15:30 bis 18:30 Uhr, nur an 4 Tagen die Woche, keine Wochenendarbeit und das Sortiment eben stark reduziert, keine Snacks, kein Kaffee, keine belegten Brötchen. Also wir machen eigentlich alles anders wie die klassische Bäckerei und es funktioniert sehr gut und dafür haben wir den Preis bekommen. Und das macht mich auch sehr stolz, muss ich sagen.